Ich freue mich, heute Abend dieses Thema mit euch betrachten zu dürfen. Ein Thema, das anspruchsvoll ist. Aber vor allen Dingen freue ich mich darüber, immer wieder junge Menschen zu sehen, die früh geprägt worden sind vom Wort Gottes, die früh gehört haben von Jesus Christus und von seiner Liebe und die auch früh darüber nachdenken, was der Harry eben auch vorgelesen hat und worüber er sprach. Ich möchte einen Vers nochmal betonen. Damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. So etwas kannte ich überhaupt nicht, 36 Jahre lang. Deshalb sage ich, ihr habt ein großes Vorrecht, jetzt schon darüber nachdenken zu können, wie man würdig wandelt, wie man fruchtbar sein kann für den Herrn. Und deshalb ist es auch wichtig, über das Lebensziel oder den Lebenssinn nachzudenken. Aber ihr lebt in einer Welt, die ganz stark geprägt ist, natürlich von vielen, vielen, vielen anderen Dingen. Die Welt lacht über solche Gedanken, die wir heute Abend weitergeben, was ihr jetzt hört. Und ich bin vor einigen Wochen von einer großen Jugend gebeten worden, über dieses Thema zu sprechen. Und ich habe sofort gemerkt, das ist wirklich anspruchsvoll. Ich konnte nicht einfach einen Kommentar aufschlagen und mal nachlesen, was die anderen schon dazu gesagt haben. Ja, es geht um das Thema Selbsterniedrigung. Erniedrigung in einer selbstverherrlichenden Welt. Wollen wir mal darüber nachdenken, was das bedeutet? Und das ist so wichtig und so kostbar, einmal die Gedanken sich zu machen, was bedeutet es, in dieser Welt zu leben, die sich selber verherrlicht, die sich selber in den Mittelpunkt stellt, die sich selber groß macht? Selbstverleugnung. Das genaue Gegenteil. Das ist anspruchsvoll und das ist unfassbar herausfordernd in der heutigen Zeit. Und deshalb wäre es gut, wenn ihr zwischendurch eine Frage habt, dass ihr die stellt. Ich weiß, dass dieses Thema immer noch nicht ausgereift ist. Ich habe das erste Mal ganz kurzfristig gehalten und ich habe jetzt noch mal drüber nachgedacht. Aber ich weiß, auch das ist noch nicht fertig, weil es so herausfordernd ist, in dieser Zeit über so etwas zu sprechen. Viele Menschen, ich hätte in eurem Alter über so ein Thema gelacht. Ich hätte wirklich gesagt, so ein Blödsinn, weil ich das Wichtigste war in dieser Welt. Deshalb, es wäre gut, wenn wir alle mitdenken und wenn wir alle einmal prüfen, wie ist das bei mir? Denn wir werden davon geprägt. Und es wäre auch eine Hilfe, wenn ihr die Bibelstellen auch lest, wäre mir sehr recht. Meine Stimme, die macht schon langsam Schwierigkeiten, deshalb freue ich mich, wenn ihr lesen würdet, wenn ich die Bibelstellen nenne. Aber noch einmal, wir leben in der Zeit, bevor der Herr Jesus wiederkommt. Wir leben in der letzten Zeit und die letzte Zeit ist geprägt von klaren Aussagen der Heiligen Schrift. Lest mal bitte jemand von euch jetzt 2. Timotheus 3, Vers 1. Und es ist wichtig, dass wir die Zeit, in der wir leben, richtig beurteilen können. 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 1. Es ist wahr, wir leben in schwierigen Zeiten. Nicht, weil ich das sage, sondern weil es das Wort Gottes sagt. Bitte liest mal jemand 2. Timotheus 3, Vers 1. Wir leben in den letzten Tagen vor der Wiederkunft Jesu. Mir ist absolut bewusst, dass die letzten Tage oder die letzten Zeiten oder die Endzeit bereits begonnen hat, als Jesus Christus geboren wurde. Aber je näher die Wiederkunft Jesu kommt, umso mehr erfüllt sich das, was hier steht. Und es ist gefährlich für Christen, die Zeit, in der sie leben, nicht beurteilen zu können. Einfach blind durch den Alltag zu gehen. Denn wir werden heute geprägt, und das haben wir gerade vor einer Woche gehört, vom Liberalismus. Und der prägt den Individualismus und den Feminismus und den Humanismus. Das heißt, diese Zeit ist davon geprägt, dass der Mensch im Zentrum steht. Bitte liest noch jemand 1. Thessaloniker, Kapitel 5, Vers 6. 1. Thessaloniker
5, Vers 6. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Es ist so wichtig, aufzuwachen. Da gibt es mehrere Bibelstellen darüber, auch Römer Kapitel 13 spricht davon. Lasst uns wirklich nicht schlafen geistlich, sondern lasst uns sehen, wie die Realität, wie die Wirklichkeit in dieser Welt ist. Das heißt, dieser Liberalismus oder dieser Individualismus, dieser Humanismus, der prägt die Gesellschaft da draußen, die Welt da draußen, ganz klar und eindeutig davon. Ich, der Mensch, bin das Wichtigste und das Wertvollste und das Kostbarste, was es auf dieser Erde nur gibt. Das heißt, der Mensch da draußen wird immer mehr davon geprägt, ich bestimme, was für mich gut und nicht gut ist. Die Lebensphilosophie dieser Welt heute ist immer mehr, lebe wie du willst und sei wie du bist. Der größte Satanist des letzten Jahrhunderts, Aleister Crowley, hat genau diesen Satz formuliert, lebe wie du willst, das ist das ganze Gesetz. Und könnt ihr mir erklären, wie ein IKEA-Katalog, der Möbel verkauft, genau diesen Spruch auf seinem Katalog hatte? Lebe, wie du willst, sei, wie du bist. Ist interessant, oder? Ich habe es zu Hause. Also ich spreche nicht nur irgendetwas aus, was ich nicht weiß. Ich habe es zu Hause. Warum eigentlich? Damit die Menschheit davon geprägt wird, lebe dein Leben so, wie du es dir vorstellst und wie es für dich am besten ist. In dieser Zeit leben wir heute. Das heißt, ich bin mein eigener Boss. Ich bestimme. Und wir Christen stehen leider in der Gefahr, uns von diesem Zeitgeist prägen und erfüllen zu lassen. Der Herr Jesus Christus hat junge Menschen wie euch herausgerettet aus diesem bösen Weltlauf, damit ihr jetzt ein neues Leben führt, ihm dient, ihm nachfolgt. Und das prallt aufeinander. Das ist die Konfrontation. Ob ihr das glaubt oder nicht glaubt, ihr werdet davon geprägt. Liest jemand bitte 2. Timotheus 3, Vers 2 bis 5. Welche Charaktereigenschaften hat der Endzeitmensch? Welche Charaktereigenschaften hat der Endzeitmensch? Bitte jetzt die Verse 2 bis 5. Schon ein flüchtiger Blick auf diese Merkmale, die hier genannt werden, zeigt doch etwas ganz deutlich, dass unsere Generation davon geprägt ist, was hier steht. Und der Bruder hat aus der Lutherbibel gelesen. Habt ihr den Unterschied gemerkt? Vers 2, bei uns in der Schlachter steht, denn die Menschen werden sich selbst lieben. Was steht da? Sie werden viel von sich halten. Genau das drückt es aus. Ne? Dieses erste Kennzeichen, das hier genannt wird, denn die Menschen werden sich selbst lieben. Diese Selbstliebe, diese Selbstsucht, der Mensch im Zentrum. Sie werden sich selber anbeten. Sie werden sich selber als das Wichtigste in diesem Universum ansehen. Und alle anderen Kennzeichen, die danach kommen, sind nur die Auswirkung des Ersten. Ja, man soll sich doch selber lieben, ne? Wo steht das? Und das ist ein Problem geworden. Guck mal, jeder liebt sich doch, ne? Jeder meint es doch gut mit sich. Wenn man nicht gut geschlafen hat, dann meint man es gut auch, heute Abend gehe ich etwas früher ins Bett. Also man denkt an sich, man muss sich ja gut erholen, gut essen, es sich gut gehen lassen. Also man meint es schon gut mit einem selbst. Gell? Das ist doch normal.
überhaupt keine Frage. Aber diese Selbstliebe, die hier gemeint ist, sich selbst lieben, das geht darum, man ist selbstsüchtig, man denkt nur an sich, dass einem es am besten geht. Das heißt, man ist ein Liebhaber des eigenen Ichs. Und jetzt spreche ich tatsächlich völlig und ganz aus der Erfahrung. Ich war der wichtigste Mensch auf dieser Erde, als ich noch ungläubig war. Ich habe nur an mich gedacht. Auch als ich geheiratet habe, habe ich an mich gedacht. Ich war das Wichtigste, ich war das Wertvollste und alle anderen mussten mir Gutes tun. Ich kenne das sehr gut, was hier steht. Und daraus entstehen alle anderen Eigenschaften. Nur eine Eigenschaft hatte ich überhaupt nicht. Und zwar, dass ich einen äußeren Schein von Gottesfurcht hatte. Den hatte ich wirklich absolut nicht. Aber es gibt heute Menschen in unseren Gemeinden. Es gibt heute Menschen, die bekennen, dass sie Jesus Christus lieben und dass er für sie gestorben ist, die diese Kennzeichen haben. Und das macht das so schwierig manchmal. Der ist doch auch ein Christ. Guck mal, wie der lebt. Nicht nur die Welt lebt uns etwas vor, sondern auch sogenannte Christen. Und das ist einfach diese Überbetonung des eigenen Ichs. Die Überbetonung, dass ich im Zentrum stehe, diese Überbetonung der Selbstsucht. Und aus diesem Übel kommen diese Dinge, die hier genannt werden. Und deshalb wird die Generation, in der wir leben, oder deshalb zerstört diese Generation, in der wir leben heute, Ehen, Familien, Gemeinden. Weil man so egoistisch geworden ist, funktioniert die Ehe nicht mehr. Deshalb funktionieren die Familien nicht mehr. Deshalb gibt es heute so unfassbare Schwierigkeiten in den Gemeinden. Ich habe recht. Ich will das so. Und wehe, es geht nicht so, wie ich mir das vorstelle. Purer Egoismus kennzeichnet heute so viele Menschen. Schaut mal in der Welt, ich habe einen Spruch gelesen, den möchte ich euch mal kurz zitieren. Bodybuilder, Schönheitsguru, Märchenprinz und Don Juan, immer nur sich selbst bespiegeln, endet glatt im Größenwahn. Stammt nicht von mir. Im Größenwahn, richtig. Dabei ist zum Beispiel auffallend, wie sehr heute in dieser Generation, in der ihr aufwachst, der eigene Körper zum Beispiel zu einem Kult wird. Wie zeigt sich das? Man legt zum Beispiel großen Wert auf den ganz persönlichen Haarschnitt. Ein Haarschnitt, der ganz genau so ist, wie ich ihn gern hätte. Wenn ich früher zum Friseur bin, ja, heute muss ich auch nicht mehr so oft, aber wenn ich früher zum Friseur gegangen bin, dann habe ich mir die Haare schneiden lassen und fertig. Ne? Da war es erledigt. Aber heute braucht man etwas Besonderes, unverwechselbar. Das ist mein Kennzeichen. Ich hoffe nicht, dass hier drin auch welche sind, aber in der Welt ist das so. Ne? Man fordert eine typgerechte Frisur nur für mich allein. Und was will denn der Tätowierte ausdrücken, der Gepierste? Warum machen die denn das? Sie wollen etwas ganz Besonderes in dieser Welt sein, einer, der heraussticht aus dem Ganzen. Guck mal, seht mal mich an, ich bin anders wie alle anderen. Dabei ist er nur einer der vielen Kopien. Er hat sie nur kopiert irgendwo. Aber man denkt, diese Kleidung, die ich trage, das ist was ganz Besonderes. Deshalb wird sie, ich muss immer aufpassen, was ich jetzt sage, die Kleidung wird ja immer unglaublicher. Ich habe Beispiele, das ist ja unfassbar. Nicht nur, dass die Jeans verrissen sind, jetzt muss man alles zeigen, was unter der Jeans drunter ist. Ne? Das gibt es heute in Deutschland schon. Das heißt, man will auffallen und besonders beachtet werden. Ich bin etwas ganz Einzigartiges auf dieser Erde. Diese Kleidung ist individualistisch. Ich zeige mich ganz besonders dadurch aus. Das heißt, und jetzt gibt es viele Varianten davon, man will herausstechen, man will etwas Großes sein, etwas Besonderes sein, der Schönste, der Größte, der Schnellste und was man auch nennen mag.
Und es ist doch interessant, wie viel Zeit junge Menschen heute vor dem Badezimmerspiegel verbringen. Nicht nur die jungen Frauen, sondern auch die jungen Männer, oder? Wenn wir so viel Zeit für die innere Pflege des Menschen und für die innere Reinigung des Menschen verbringen würden, wie mit der äußeren Reinigung und Pflege des Menschen, wie viele Stunden stehen wir manchmal vorm Spiegel? Wie viel Zeit verbringen wir, um das Äußere zurechtzubringen? Wolfgang Bühner hat vor 20 Jahren ein Buch geschrieben, Kann Liebe Sünde sein? Da kommt genau das drin vor. Wie er junge Männer, also Christen, junge Brüder, mal gesprochen hat, wie viel Zeit sie vor dem Spiegel verbringen und mit der Pflege des Äußeren und wie viel Zeit sie sich nehmen für das Bibellesen und für das Beten. Heute, das hat er noch nicht gemacht, könnte man ja noch sagen, und wie viel Zeit verbringen wir heute vor einem Smartphone oder vor einem Internet und wie viel Zeit mit dem Wort Gottes? Man will was Besonderes sein. Selbstverherrlichung, sich selber darstellen, sich selber in den Mittelpunkt stellen. Ich nehme mal ein Beispiel. Was für ein Gegensatz zum Reich Gottes. Wisst ihr, wie Jesus Christus über sich spricht? Wie sieht er sich? Was hat er formuliert über sich selbst? Kennt ihr ein Beispiel? Im Alten Testament, in den Psalmen, schlagt mal jemand Psalm 22 auf, Vers 7. Da steht natürlich nicht, Jesus Christus spricht. Aber wenn ich den Psalm 22 kenne, dann sind wir uns einig, dass hier es um Jesus Christus geht. Liest jemand mal Psalm 22, Vers 7. Würde bitte jemand lesen? Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Was für ein Gegensatz. Was ist ein Wurm? Welche Bedeutung hat ein Wurm? Was meint ihr? Was für eine Bedeutung hat der Wurm? Ist der Wurm der Größte und der Stärkste? In der Tierwelt? Ich bin ein Wurm und kein Mensch. Das ist genau das Gegenteil von Selbstverherrlichung. Er hat sich zertreten lassen für dich und für mich. Er war bereit, ein Wurm zu werden, den, mit dem man machen kann, was man will, der keine Bedeutung hat in dieser Welt. Hat Jesus Christus jemals Ehre in dieser Welt gesucht? Was für eine Ehre hat er denn gesucht, der Sohn Gottes? Schlagt mal jetzt Johannes 8, Vers 58 auf, 49 auf. Johannes 8, Vers 49 und Vers 50. Liest das mal jemand? Die Aussage ist hier eindeutig. Schaut mal, 36 Jahre lang habe ich meine Ehre gesucht. Ich war gut im Fußball und in Leichtathletik und gerätet worden. Und ich wollte auch, dass es alle wissen, dass ich gut bin. Und ich habe es genossen, wenn man über mich sprach. Und dann wird man Christ. Glaubt ihr wirklich, dass das von heute auf morgen weg ist? Glaubt ihr das? Ich hoffe nicht. Wisst ihr, wie schwierig es ist, nicht eigene Ehre zu suchen? Und das ist genau das Gegenteil von dieser selbstverherrlichenden Welt, dass man nicht mehr seine eigene Ehre sucht, sondern die Ehre dessen. Er will seine Ehre niemand anders geben.
Er ist ein eifersüchtiger Gott. Und Jesus Christus hat es uns vorgelebt. Obwohl er Wunder getan hat, obwohl er so Großes getan hat, hat er niemals seine eigene Ehre gesucht. Und das ist nicht einfach, nicht die eigene Ehre zu suchen, sich nicht im Mittelpunkt zu sehen, sich nicht groß zu machen vor den anderen. Wie hat eigentlich David, der große König David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, über sich selbst gesprochen? Wie hat er über sich gesprochen? Wie nennt er sich? Was meint ihr? Wo sind die Bibelleser? Kennt ihr den toten Hund, den Floh? So spricht er über sich. Wie spricht Paulus über sich? Wie nennt sich Paulus? Was noch? Schlagt mal 1. Korinther 15 auf. 1. Korinther 15, Vers 8 und 9, liest das bitte jemand? 1. Korinther 15, Vers 8 und 9. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam meine unzeitige Geburt bin. Denn ich bin der geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Das ist das Gegenteil, wie die Welt heute ist. Und jetzt nochmal, natürlich nicht jeder Mensch in dieser Welt, man darf nicht immer alles pauschal sehen, aber viele Menschen dieser Welt, die wollen genau das Gegenteil von dem sein, was hier steht. Also ihr müsst doch zugeben, oder? Dass ich sehr gut predigen kann, oder? Wenn ich es auch nicht laut ausspreche, aber ich hoffe, ihr habt es gemerkt. Versteht ihr, wie der Mensch ist? Das ist die Gefahr eines jeden Menschen. Wirklich jetzt. Und der Apostel Paulus, der so große Geheimnisse geoffenbart hat, er nennt sich so. Und das ist ja nur eine Stelle, die ich jetzt lese. Und das ist das, was mich so beeindruckt bei dem Paulus, wie er sich selber sieht, wie er über sich selber denkt. Und das ist das krasse Gegenteil von dem, wie der Zeitgeist uns heute prägt. Und das geht nicht spurlos an uns vorüber. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir einmal darüber nachdenken, was bedeutet eigentlich Selbstverleugnung? Was bedeutet das? Was heißt das eigentlich? Wisst ihr, wie Paulus sich gerühmt hat? Wessen hat sich Paulus gerühmt? Was meint ihr? Er rühmt sich. Er rühmt sich mehrfach. Überhaupt keine Frage. Auch im Thessaloniker, den ich jetzt nächste Woche mache. Er hat sich gerühmt. Aber wessen hat er sich gerühmt? Und was noch? Richtig. Von mir sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Er rühmt sich des Kreuzes Jesu Christi. Dort ist der Herr, sein Herr, für ihn gestorben und dort an diesem Kreuz ist er mitgestorben. Ja, jetzt sagt mir mal bitte, ein Toter, kann der sich noch rühmen seiner Taten? Habt ihr schon mal auf dem Friedhof jemand gehört, der sich rühmt, wie groß und wie wunderbar und wie schnell und wie gut er ist? Geht nicht, gell? Deshalb rühmt er sich des Kreuzes Jesu Christi, weil er mit ihm an diesem Kreuz gestorben ist und er ist tot. Er lebt nicht mehr. Und ein Toter, der braucht nicht eine typische Frisur. Der braucht nicht eine besondere Kleidung. Ein Toter ist tot. Dessen rühmt sich Paulus. Ist extrem, oder? Für heute. Nicht ich, sondern er. Wisst ihr, in unserer Generation rühmen sich die Menschen und wir werden gezwungen, uns zu rühmen, oder? Hier sitzen viele junge Leute. Habt ihr schon mal ein Bewerbungsschreiben losgelassen? Habt ihr euch schon mal beworben? Und habt ihr dann geschrieben,
Ich kann das nicht. Ich bin unfähig dafür. Ich bin ja viel zu schwach. Was macht ihr im Bewerbungsschreiben? Ihr lobt euch, ne? Was ihr alles könnt. Ich bin der richtige Mann für diesen Platz. Ich kann das. Ich habe das in der Hand, ne? Auf mich können Sie sich 100% verlassen, ne? Stimmt's? Aber wir sind gezwungen, oder? Also ich glaube nicht, dass jemand angenommen wird, wenn er sagt, ich kann das nicht, ne? Das ist das Problem. Merken wir, wie wir geprägt werden von diesem Zeitgeist? Wir müssen. Wir müssen uns darstellen. Und ihr seht permanent, wenn er durch diese Welt geht, wie sich Menschen auf ganz verschiedenen Arten darstellen, produzieren, etwas sein wollen. Ich meine jetzt, ich sage später. Lest mal erst 2. Korinther 12, Vers 10 bitte. 2. Korinther 10, Vers 12. Entschuldigung, 12, Vers 10. Darum habe ich wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten und des Christus willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das ist merkwürdig, oder? Er hat wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen. Und wenn ich schwach bin, bin ich stark. Welche Auswahlkriterien gelten eigentlich im Reich Gottes? Und welche Auswahlkriterien gelten ihm in dieser Welt? Jetzt ist demnächst die WM, gell? Und der Bundestrainer in Deutschland, der sucht wahrscheinlich die Schwächsten aus. Und die, die ständig neben das Tor schießen. Und der Torwart, der nie den Ball fängt. Das wäre etwas merkwürdiger. Aber welche Auswahlkriterien gelten im Reich Gottes? Kennt ihr die? Wen hat eigentlich Gott berufen? Wen hat er auserwählt? Wen denn? Die Größten, die Schnellsten, die Schönsten, die Intelligentesten? Ich glaube kaum, ne? Wir lesen es einmal. 2. Korinther, Kapitel 1, 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 26. Wen hat eigentlich Gott auserwählt? Wen denn? Liest jemand? Vers 26. Bis 29. Sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zuschanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zuschanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, um das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Merken wir den Gegensatz zu dieser Welt. Warum erwählt er eigentlich die Schwachen? Warum erwählt er die Törichten? Warum erwählt er das Unedle, das Verachtete? Warum? 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 Ich bin froh und dankbar, Menschen zu kennen, die sind ziemlich groß in dieser Welt. Und die haben sich bekehrt zum Herrn Jesus Christus. Ein Bundesstaatsanwalt. Zum Beispiel in Deutschland, der sich bekehrt hat. Ich bin froh, dass ich so jemanden kenne. Aber für ihn ist es noch gefährlicher, sich zu rühmen. Er ist ja schon groß in dieser Welt. Er ist hochintelligent. Gymnasialdirektor, also ein Direktor vom Gymnasium, der sich bekehrt hat. Der hat wunderbare Gaben, natürliche Gaben. Aber es ist ungemein gefährlich, dann stolz zu werden oder groß sein zu wollen. Und deshalb hat Gott viele Male das Törichte erwählt. Schaut eure Berufung an. Ich muss nicht groß sein. Ich muss nicht intelligent sein. Aber wenn du intelligent bist, rühme dich des Herrn, rühme dich des Kreuzes, mach ihn groß, verherrliche du ihn. Du bist lediglich ein Werkzeug in seiner Hand. Und das ist der Gegensatz zu dieser Welt. Wisst ihr, die Welt ist so. Und da können wir gar nichts dagegen tun. Und das können wir auch verstehen, dass die Welt immer schlimmer in diesen Richtungen wird. Aber was uns erschrecken sollte, ist, dass die christliche Welt, Prediger des Wortes Gottes,
Verlager, christliche Verlager, genau da mitmachen. Das ist das Dramatische. Die Welt, das können wir noch verstehen. Aber dass jetzt die christliche Welt das Gleiche tut, das ist erschreckend. Das heißt, es wird heute unverhüllt, klar und deutlich, die Botschaft der Selbstverwirklichung, der Selbstliebe verkündigt, Selbstannahme und so weiter. Das heißt, auch Prediger sagen, liebe dich selbst, achte auf dich, dir muss es gut gehen, genau die gleiche Botschaft. Nimm dich selbst an, achte darauf, dass es nicht so schwer wird, Cola Light und Margarine Light und Christsein Light. Das ist Wahrheit. Bei euch nicht. Und bei uns daheim auch nicht, oder? Merken wir, wie es aber trotzdem manchmal immer mehr, immer stärker einfließt. Genau darum geht es. Das ist die Herausforderung. Das ist die Herausforderung. Mache das Beste aus dir, das sind Zitate aus Büchern von christlichen Schreibern. Mache das Beste aus dir. Es gibt heute Bücher, um dein Äußeres zu gestalten. Es gibt heute Bücher über alle möglichen Themen, wo es um dich selbst geht. Wo sind die Bücher mit Christus gekreuzigt gestorben? Wo sind sie? Ihr könnt mal auf den Büchermarkt schauen. Wie oft der Titel lautet, du und deine Finanzen, du und deine Ehe, du und... Natürlich sind das wichtige Themen. Aber es geht um dich, um den Menschen geht's, nicht mehr um den Christus. Und das muss man merken. Das steht nicht immer so deutlich da, wie ich das jetzt formuliere. Es wird manchmal zwischen den Zeilen weitergegeben. Du musst voll auf deine Kosten kommen. Du musst dich selbst verwirklichen. Deine Gaben muss doch jeder sehen, oder? Du musst dich doch einbringen können in die Gemeinde. Und wehe, du wirst nicht gesehen, dann such dir andere Gemeinde. Wisst ihr, wie sich das ausgewirkt hat in den letzten Jahren des Gemeindelebens? Wenn die eigene Gemeinde dir zu streng wird und zu eng wird und zu viele Regeln vorgibt, dann such dir einfach eine neue Gemeinde. Es gibt ja viel bessere noch. Also man sucht sich aus der bunten Gemeindelandschaft genau die raus, die zu meinem Typ passt, wo ich mich wohl fühle. Die Formulierung habe ich schon öfters gehört. Ich fühle mich hier in dieser Gemeinde nicht mehr wohl. Habt ihr das schon mal gelesen in der Bibel? Dass man eine Gemeinde danach aussucht, ob ich mich wohl fühle? Das ist Individualismus. Ich suche mir meine Gemeinde aus. Aber wenn die Gemeinde, die ich gern hätte, wenn es die nicht gibt, dann mache ich eine neue Gemeinde. Dann fange ich einfach eine an. Ich kenne in Deutschland ein Ehepaar, die sind durch 25 Gemeinden, ich übertreibe jetzt etwas, und da haben sie nicht die Gemeinde gefunden, jetzt sind sie nach Ungarn gezogen und da gibt es wieder eine neue Gemeinde, aber es ist schon wieder nicht die richtige. Also es gibt eigentlich gar keine Gemeinde, wo er sich zu Hause fühlen kann. Also bleibt er einfach für sich allein. Weil es gibt ja heute die wunderbare, geniale Möglichkeit, ich muss ja gar nicht in die Gemeinde gehen, ich kann ja auf YouTube mir die Predigt anhören, die ich gern hätte, oder? Individualismus. Ich hole mir das, was ich möchte. Genau das ist es. Selbstliebe, Selbstverwirklichung, darum geht's. Aber Gott hat es im Wort Gottes schon vorausgesagt. Kennt ihr die Stelle? 2. Timotheus Kapitel 4, da steht es. Die Predigten nach dem eigenen Geschmack ist das Kennzeichen der letzten Zeit. Liest mal jemand von euch jetzt bitte den Vers 3. 2. Timotheus 4, Vers 3. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Vers 4 noch bitte. Eine Frage an euch jetzt, was bedeutet das Wort denn? Warum steht hier denn? Hat jemand eine Antwort? Weil
Was begründet es denn? Richtig? Was davor steht. Was steht davor? Sehr gut. Lies mal bitte vor. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen. Was werden sie nicht ertragen? Die gesunde Lehre. Sie werden die gesunde Lehre nicht ertragen. Was ist die gesunde Lehre? Was ist die gesunde Lehre? Ja, die Bibel ist groß. Wie? Das will man nicht hören. Oder mit Christus gestorben, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir und so weiter und so weiter. Man will bestimmte Dinge nicht mehr hören. Und genau das habe ich in den letzten 3 Jahren so oft erlebt. Genau das, was hier steht. Sie wollen es nicht mehr hören. Und wenn man genau das tut, der Paulus sagt zu Timotheus, verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, das spielt keine Rolle, verkündige es. Und manches ist unangenehm, was im Wort Gottes steht. Und es geht gar nicht, überhaupt nicht darum, jeden Sonntag nur Heiligung, jeden Sonntag nur Ermahnungen, jeden Sonntag nur Verführung und überhaupt nicht. Aber verkündige das ganze Wort Gottes. Ob sie es hören wollen oder nicht, überführe sie von der Sünde. Überführe sie von dem falschen Weg. Tadle, wenn sie auf diesem Weg sind. Ermahne sie. Genauso wichtig ist es, ermutigen, trösten, stärken. Überhaupt keine Frage. Aber es wird eine Zeit kommen, da wollen sie die Lehre, die gesund macht, nicht mehr ertragen. Es gibt eine Lehre, die macht den Christen geistlich gesund. Und wenn ich das ganze Wort Gottes verkündige, ist es auch so wichtig, dass ich darüber lehre, was es bedeutet, sich vor Gott zu verleugnen, zum Beispiel. Oder lehre darüber, was es bedeutet, Jesus Christus nachzufolgen. Und das wollen viele nicht mehr hören. Sie wollen einfach nur beglückt werden, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil ihre Ohren es nicht mehr ertragen können, was das Wort Gottes lehrt. Und wenn man das Wort Gottes lehrt, wie es da steht, und ich meine jetzt den ganzen Ratschluss Gottes, wird es immer mehr Christen geben, die das nicht mehr hören wollen. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit, die geschrieben steht, abwenden. Und jetzt ist die Frage, möchtest du die Wahrheit hören? Möchten wir die Wahrheit hören? Möchten wir die gesunde Lehre hören, was es bedeutet, Jesus Christus nachzufolgen? Was es bedeutet, ein Leben zu führen, das Jesus Christus verherrlicht? Ein Leben zu führen, was es wirklich bedeutet, Christus anzubeten? Was es bedeutet, ihm priesterlich zu dienen? Aber dieses Evangelium von der Selbstverwirklichung, das klingt besser in den Ohren. Das ist angenehmer. Wisst ihr, jeder wiedergeborene Christ, jeder, der den Herrn Jesus Christus liebt, ist nicht damit sofort frei von seinem alten Menschen, von seinem alten Wesen. Und wenn jemand wie ich zum Beispiel stolz war im alten Leben, dann ist das ein langer Prozess, um das zu verändern. Aber will ich von Gott darin verändert werden? Das ist die Frage. Wenn ich im Mittelpunkt stand in meinem alten Leben, will ich jetzt, dass jetzt ab jetzt Christus im Mittelpunkt steht? Und es hat Folgen. Will ich das? Und das ist eine Entscheidung, die man trifft oder nicht trifft. Wie oder was ist das Zentrum, das das Leben eines wiedergeborenen Christen immer mehr verändert wird? Das Kreuz. So einfach das klingen mag, einfach das Kreuz. 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 18. Ich kenne die Not, ich kenne mein Wesen innerlich, und jetzt weiß ich auch, wie dieser Wesenszug verändert werden kann.
1. Korinther 1, Vers 18. Liest jemand den Vers? Und die erste Gotteskraft war, dass ich durch dieses Kreuz gerettet wurde. Und die Gotteskraft besteht darin, dass dieses Kreuz mein Leben jetzt als Christ permanent und ständig und immer weiterführend verändert. Und das ist der krasse Gegensatz zu den Predigern und den Büchern auf dem christlichen Markt, die sagen, Selbstverleugnung ist das Gegenteil von Selbstverwirklichung. Nein, das sagen sie nicht, das sagen wir. Sie sagen, Selbstverwirklichung, das ist das große Ziel des Christentums. Und die Bibel spricht davon, dass Selbstverleugnung der Beginn der Nachfolge ist. Und das prallt aufeinander. Nochmal, wenn ihr Bücher lest, merkt ihr nicht immer, und ich auch nicht, wie das ganz fein mit einfließt, achte auf dich. Sei du was Besonderes, auch in christlichen Kreisen. Und deshalb brauchen wir täglich dieses Kreuz. Scheinbar ist es so, alles, was mir gut tut, kommt von Gott. Zitat. Alles, was mir gut tut, kommt von Gott. Was für eine Lüge. Was für eine Lüge. Aber es klingt gut, gell? In den Ohren. Es wäre doch wunderbar, wenn das so wäre. Aber wie schwere Wege geht manchmal der Herr mit dir und mit mir, weil er dich und mich verändern will, weil er dich zum Licht in dieser Welt setzen will. Und das sind die krassen Gegensätze, die aufeinanderprallen. Nicht, was mir gut tut, kommt von Gott. Kommt vielleicht von der anderen Seite. Nochmal, ich habe das, glaube ich, auch in diesen Tagen betont, ich bin so dankbar, dass ich so reich beschenkt bin in Christus, dass ich Frieden habe, dass ich alles habe, was ich brauche. Aber der Herr geht manchmal mit dir und mit mir ganz schwere Wege. Und das sind seine Wege. Und jetzt gilt es, darauf geistig zu reagieren. Ich habe den Vers mehrfach zitiert. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist Christsein. Und weil er sein Leben durch mich weiterlebt, hat er das Recht, in mein Leben zu fügen, was ihm wohlgefällt. Deshalb kann er mich durchs Wasser führen, durch die Hitze führen, durch Schwierigkeiten, durch Probleme, durch Nöte, durch Sorgen. Das sind gute Wege. Das sind seine Wege. Er starb diesen schrecklichen Tod am Kreuz von Golgatha, um den Weg frei zu machen, dass er in mir sein Leben weiterleben darf. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Kraft Gottes, dieses Kreuz von Golgatha. Damit hat er dich frei gemacht von dir selbst. Das ist die Tatsache. Jetzt ist die Frage, darf er jetzt das tun, was er möchte, oder willst du das tun, was du möchtest? Das ist die Herausforderung als Christ jetzt. Und in dieser Herausforderung steht jeder einzelne Christ immer wieder neu. Darf er jetzt bestimmen? Darf er das tun, was er möchte? Das geht nur, wenn ich Nein sage. Das geht nur, wenn ich Nein sage, nicht nur zu den Herrlichkeiten dieser Welt, nicht nur Nein sage zu einem super Auto oder Erfolg im Beruf oder Vergnügungen oder was es auch sein mag. Das entscheidende Nein ist ein Nein zu mir selbst. Das ist Selbstverleugnung. Ich sage Nein zu meiner Person. Wir lesen es einmal, Lukas 9. Lukas 9. Vers 23 und Vers 24. Liest es bitte jemand? Lukas 9, Vers 23 und Vers 24. Da sprach er zu ihnen allen:
Wer mir folgen will, der verleugnet sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Was ist der Kerngedanke dieses Verses 23? Was ist das Entscheidende in diesem Vers? Was meint ihr? Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und täglich und folge mir nach. Das sind zwei Dinge, ne? Was sind die zwei Dinge? Sich selber zu verleugnen und? Wie? Der Wille. Oh, es sind doch mehrere Dinge. Hui. Ja, was jetzt? Er verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Derjenige, der das will, der folgt ihm nach. Oder? Kann man so sagen? Ich wiederhole es. Wer sich selbst verleugnet und sein Kreuz auf sich nimmt täglich, der folgt ihm nach. Aber nur diejenigen, die das wollen. Es ist freiwillig. Was heißt denn, sein Kreuz auf sich zu nehmen täglich? Was bedeutet das? Was bedeutet, sein Kreuz auf sich zu nehmen täglich? Wie bitte? Am Kreuz stirbt man. Es gibt die Auslegung, ne? Die schweren Zeiten, die ich habe, oder die Schmerzen, die ich gerade habe, oder die Tiefen, durch die ich gehe, das ist das Kreuztragen. Aber ich meine, am Kreuz stirbt man. Damals, das Kreuz war das Kennzeichen, jetzt stirbt er. Das heißt, täglich zu sterben und sich selber, zu sich selber Nein zu sagen, ist die Voraussetzung, um ihm nachfolgen zu können. Und das ist freiwillig. Jeder, der das will, folgt ihm nach. Zwei Aufforderungen, meine ich, sich selber zu verleugnen. Wie sieht es im Alltag aus? Wie lebt ihr das? Kann jemand mir ein Beispiel nennen? Eine unglaubliche Herausforderung. Er spricht zu allen, er sprach aber zu allen. Waren wahrscheinlich nur die 12 Apostel, ne? Jetzt, Geschwister, jetzt mal ganz ehrlich, wie macht ihr das? Wo stößt ihr da auf Probleme oder Schwierigkeiten? Wie ist das bei euch? Was hat das mit Selbstverleugnung zu tun? Ah, du bist auch gerne lange im Bett. Im Bett ist so schön warm, ne? Merkt ihr? Der Körper muss jetzt Nein sagen zu sich, oder? Genau darum geht's. Das ist doch ganz einfach, oder? Aber wisst ihr, wo das Problem ist, wenn man morgens nicht rauskommt? Wo ist das Problem, wenn man morgens nicht rauskommt? Genau. Also muss ich abends schon Nein sagen. Wenn alle noch schön zusammensitzen, bis 12, 1, 2 Uhr, Nein zu sagen, okay, ich gehe ins Bett. Merkt ihr die Herausforderung? Genau da fängt es an. Genau. Überlegt einmal, ist irgendjemand unter uns, der gern 2 Stunden lang betet? Da muss man Nein sagen, oder? Zu dem, was ich will. Und Ja sagen zu dem, was der Herr möchte. Das ist die Herausforderung. Das ist, mich selber zu verleugnen. Glaubt, dass es immer einfach ist, da vorne zu stehen und zu predigen? Da muss man sich nämlich vorher vorbereiten. Da muss man so oft Nein sagen zu sich selbst. Oder ich habe gehört, gestern waren einige Geschwister von euch oben in Rabbit, ne? Da muss man Nein sagen zu sich selber, ne? Es gibt ja vielleicht noch schönere Dinge zu tun, wie das da hochzufahren
oder irgendwo in die Mission zu gehen. Das heißt, das sind die Herausforderungen, Nein zu sagen zu sich selbst. Sich selber zu verleugnen und zu fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Das ist dieser Wechsel. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Nicht ich entscheide, ich bestimme, was ich tue, sondern er. Und jetzt mal eine ganz wichtige Frage, hier unterbreche ich mal. Warum tut man eigentlich als Christ so etwas? Wieso eigentlich sage ich Nein zu mir selber? Warum? Nochmal, keiner lebt es perfekt aus, keiner kann das perfekt ausleben, aber ist das überhaupt ein Herzensgedanke, etwas, was mich wirklich umtreibt? Ich möchte wissen, was er möchte, nicht was ich will. Warum bin ich denn so? Warum seid ihr so? Was ist der Grund für euch? Es gibt eine Bibelstelle, es gibt mehrere davon. Richtig. Ich schlage nochmal 2. Korinther auf. 2. Korinther, Kapitel 5. Liest mal jemand von euch Vers 14 und Vers 15. Warum ist man bereit, täglich das Kreuz zu tragen? Warum ist man bereit zu fragen, Herr Jesus Christus, was möchtest du? Warum ist man bereit, sich selber zu verleugnen? Was ist der Ursprung dafür? Was steht in diesem Text? Denn die Liebe des Christus drängt uns, weil wir davon überzeugt sind, dass er für uns gestorben ist, weil er uns so sehr geliebt hat, ist er an dieses Kreuz gegangen. Er hat seine Liebe zu dir und zu mir bewiesen. Und diese Liebe, die Christus zu mir hat, die drängt mich. Ich musste damals, vor 33 Jahren, nicht aufhören, Fußball spielen. Überhaupt nicht. Plötzlich sah ich etwas anderes, was viel kostbarer war. Die Liebe zu Christus war so groß, dass das da drüben überhaupt kein Opfer war. Überhaupt nicht. Gar nicht. Ich habe nicht auf etwas verzichtet. Ich habe etwas gewonnen. Die Liebe des Christus hat mich gedrängt. Und wenn das dein Herz erfüllt, dann bin ich bereit, Nein zu sagen zu mir. Jesus Christus hat es vorgelebt. Er hat Nein gesagt zu sich selbst. Er wurde ein Wurm. Er wurde wie ein Verbrecher an das Kreuz geschlagen, weil er mich von ganzem Herzen geliebt hat. Wenn das nicht mein Herz erfüllt, wie kann ich ihm dann nachfolgen? Und darum geht es, Nein zu sagen zu sich selbst, weil er so viel für mich getan hat, das Größte für mich getan hat, was es überhaupt nur geben kann. Liebe, die Bibel spricht davon, Liebe erzeugt Liebe. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 19. Liebe erzeugt Liebe. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 19. Da steht, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und weil wir ihn lieben, deshalb sind wir bereit, Nein zu sagen zu uns selbst. Und deshalb sind wir bereit, täglich dieses Kreuz zu tragen, um täglich dem eigenen Leben zu sterben, um täglich zu sagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Wie sieht es jetzt in der Praxis aus? Was für Situationen erlebt ihr im Alltag? Nennt ihr mal eine. Werdet ihr manchmal geärgert? Von euren Mitschülern oder von euren Arbeitskollegen oder zu Hause von Mitgeschwistern? Werdet ihr geärgert? Habt ihr das schon erlebt? Ja, natürlich habt ihr das erlebt. Ne? Oder habt ihr perfekte Familien? So und jetzt? Was bedeutet es, wenn ihr geärgert werdet, sich selber zu verleugnen?
Was bedeutet das? Was heißt das jetzt, bitte? Ihr werdet zu Unrecht beschuldigt. Der Lehrer hat euch eine schlechte Note gegeben, die nicht verdient war. Und jetzt? Was macht ihr jetzt? Was macht ihr jetzt? Wie bitte? Jetzt geht's zum Kampf. Ja, wer gewinnt? Das Fleisch oder der Geist? Wie reagiert dann jemand, der geistlich lebt? Bitte? Wie reagiert jemand, der geistlich lebt? Der sich selbst verleugnet, was macht er? Oder? Dem gebe ich es aber, ne? Das ist die zweite Möglichkeit. So, jetzt kommt genau dieser Moment, du verleugnest dich selbst, du stirbst deinem Eigenleben an dem Kreuz und dann sagst du einen Satz. Herr, was würdest du jetzt tun? Oder? Scheint ganz einfach, ne? Aber wie oft tue ich mich nicht selbst verleugnen, sondern dem gebe ich es. Dem sage ich mal, was er gerade verkehrt gemacht hat. Und jetzt will ich gar nicht sagen, wenn sich jemand an euch versündigt oder euch jemand Unrecht tut, dass man immer sich bücken muss. Gar nicht. Aber bin ich mal bereit, Unrecht über mich ergehen zu lassen? Denn einen Toten kann man nicht mehr ärgern. Einen Toten kann man nicht ärgern. Der kann zum Tode sagen, was er will, der reagiert nicht mehr. Ihr könnt ja mal probieren, geht ja mal hier in Steinbach auf der Friedhof, und da beschimpft er mal die, die da liegen, ob die noch reagieren. So, aber das ist eben dieser Kampf, der stattfindet. Und habe ich jetzt grundsätzlich die Einstellung, nicht mehr lebe ich, Christus lebt in mir. Genau das hat auch Jesus Christus gelebt. Das ist das, was er uns vorgelebt hat. Er übergab es dem, der gerecht richtet. Vater, Sie wissen nicht, was Sie tun. Oder, schlag mal bitte Johannes 12 auf. Johannes 12. Liest jemand Vers 49 und Vers 50? Liest jemand? Das ist es. Er hat sich selbst verleugnet. Nein gesagt zu sich selbst. Er hat die Frage gestellt, Vater, was willst du, dass ich sagen soll? Denn es steht hier, ich habe nicht aus mir selbst geredet. Und sogar die Art und Weise, wie ich gesprochen habe, war genau so, wie der Vater es wollte. Und das heißt, das ist die Herausforderung, wenn du morgen wieder in die Schule zur Arbeit gehst, und dich fährt jemand an oder dich beschuldigt jemand, habe ich genau dann die Möglichkeit zu sagen, Herr, was soll ich jetzt sagen? Soll ich überhaupt was sagen? Wie soll ich denn das aussprechen jetzt? Soll ich einfach nur schweigen? Und dann merken wir manchmal, was wir tun sollen. Und ich habe viele Male jetzt schon gemerkt, wenn ich dieses Gebet nicht im Kopf habe, und wenn ich es im Kopf habe, wenn ich es im Herzen trage oder nicht im Herzen trage, ich merke den Unterschied, wie ich dann reagiere. Ich reagiere manchmal so und manchmal so. Leider gelingt es mir nicht immer, daran zu denken, was da steht. Es gelingt mir nicht immer, mich selber zu verleugnen. Aber darum geht's. In einer selbstverherrlichenden Welt, einer Welt, wo die Menschen sich groß fühlen und stark fühlen und immer Recht haben und keiner darf ihnen etwas sagen. Aber fragt euch mal, wo kommt denn bei euch und bei mir manchmal die Kritiksucht? Woher kommt die? Dass man hintenrum über andere redet, woher kommt es denn? Warum fühlt man sich manchmal besser wie der andere? Woher kommt das? Das ist genau dieses Eigenleben, das immer wieder hervorkommt. Und jetzt gilt es, Nein zu sagen.
Komm in diesem Moment, wo ich jetzt gerade diese Sätze spreche, musste ich jetzt genau an was denken. In der letzten Zeit, bevor ich hierher gekommen bin, wurde ich von einem Bruder in Deutschland, mit dem ich drei Jahre lang sehr eng verbunden war. Der hat eine Lüge nach der anderen über mich erzählt. Der hat mir Dinge unterstellt, die sind einfach nicht wahr. Er hat uns als Gemeinde, als Sekte dargestellt, als eine gefährliche Sekte. Jetzt habe ich gerade in dem Moment wieder dran denken müssen. Aber die Frage ist, wie reagiere ich darauf? Und ich kenne Momente, wo ich völlig falsch darauf reagiert habe. Und ich darf zur Ehre des Herrn sagen, dass ich diesmal überhaupt nicht berührt bin. Ich habe es gehört. Herr, du hast es auch gehört. Genau das ist die Befreiung. Und da gilt es, zu sich selber Nein zu sagen. Und das ist manchmal unwahrscheinlich schwer. Und deshalb ist es so wichtig, sein Leben täglich, so wie es in Römer 12 steht, auf den Altar zu legen und ihm zu weihen. Wie geht ihr in den Alltag? Das habe ich auch in diesen Tagen mehrfach gefragt. Wie gehen wir in den Alltag? Wie beginnen wir den Tag? Herr Jesus, nimm mein Leben, nimm es ganz. Gebrauche mich. Schließe mir die Augen vor diesen Dingen. Hilf mir, zu mir selber Nein zu sagen. Ich möchte zu deiner Ehre heute leben. Und so weiter. Und die wichtigste Aussage, das ist das, was Paulus im ersten Moment tat, als er Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erkennt. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Darf er entscheiden, welchen Beruf ich ergreife oder welche Schule ich gehe? Darf er entscheiden, welchen Ehepartner ich heirate? Darf er entscheiden, was für ein Auto ich kaufe? Darf er entscheiden, ob ich mein Smartphone kaufe oder keins oder welches ich kaufe? Genau darum geht es. Das sind die alltäglichen Dinge. Genau da gilt es, sich selber zu verleugnen. Nicht ich, er. Hat jemand von euch jetzt eine Frage an der Stelle? Galater 5, Vers 16. Liest jemand Vers 16 und Vers 17 noch? Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch lüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Mhm. So, das ist Christsein. Ne? So lebt ein Christ in diesem Zustand. Das heißt, ich habe als ungläubiger Mensch diesen Kampf niemals gekannt. Ich konnte sündigen, das hat mich nicht berührt. Aber jetzt, nachdem der Geist Gottes in mir ist, entsteht ein Kampf. Und er geht, bis ich die Erde verlasse. Das wird nie aufhören. Das ist mal stärker, mal schwächer. Das heißt, mein Fleisch will das eine und der Geist will das andere. Das heißt, ich sehe diese Dinge in dieser Welt. Ich sehe Herrlichkeiten in dieser Welt, Menschen, wie sie leben, und danach gelüstet uns Christen auch immer wieder. Und jetzt gilt es, geistlich darauf zu reagieren. Das heißt, zu sich selber Nein zu sagen, zu diesen Begierden, diesen fleischlichen Gelüsten Nein zu sagen. Nein, das tue ich nicht. Täglich zu sterben, damit Christus in mir das wirken kann, was er will. Das ist die große Herausforderung. Das ist das, was im Lukas-Evangelium stand, das wir zwischendurch gelesen haben. Aber es ist immer ein Kampf. Das, was ich will, das tue ich so oft nicht. Das ist die Realität. So, und jetzt ist die Frage, ob ich mich damit beschäftige. Es ist die Frage, ob ich grundsätzlich eine Entscheidung treffe. Ob ich grundsätzlich mir überlege, wie soll eigentlich mein Leben verlaufen. Es ist eine Grundsatzfrage, ob mein Herz dem Herrn Jesus Christus wirklich ausgeliefert ist. Der David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, obwohl er auf der anderen Seite so radikal auch versagt hat. Aber seine Grundsatzentscheidung war, er wollte diesem Herrn,
diesem Gott seine Ehre geben und er wollte ihm dienen, er wollte ihm nachfolgen. Und deshalb, wer will, ist freiwillig. Genau hier widerspreche ich dem Calvinismus wiederum. Es ist freiwillig, ihm nachzufolgen. Aber wer sagt, ich möchte ihm nachfolgen, der hat eine Voraussetzung vor sich. Nein zu sagen zu sich. Und Ja zu sagen zu Christus. Es ist die Grundvoraussetzung, das Kreuz täglich auf mich zu nehmen, täglich zu sterben, seinem Eigenwillen. Und das ist nicht einmal getan, ist alles vorbei. Und das ist am Arbeitsplatz zu sehen, das ist in der Ehe zu sehen, das ist in der Gemeinde zu sehen. Und viele Christen treffen keine Grundsatzentscheidungen. Was beten wir? Klar und deutlich, was beten wir? Grundsätzlich, Herr, nicht ich, sondern du. Und daran werden wir immer wieder geprüft werden. Und ihr habt ein Leben noch vor euch, sofern der Herr nicht bald wiederkommt. Ihr habt Jahrzehnte noch vor euch, ich nicht mehr. Aber ich kann euch sagen, ich habe in meinem Leben an mehreren Etappen absolute Grundsatzentscheidungen getroffen. Ich nehme mal ein Beispiel. Als meinem Schwiegersohn sein Bruder starb mit 30 Jahren, ein wiedergeborener Christ, der dem Herrn von ganzem Herzen gedient hat. Er ist mit 30 Jahren heimgegangen zum Herrn. Als alle weg waren, stand ich an diesem Kreuz. An diesem Grab. Und ich kann mich so wie heute erinnern, an diesem Grab habe ich gebetet. Und an diesem Grab habe ich eine Grundsatzentscheidung getroffen. Und da hatte ich noch viele Jahre vor mir. Ne? Da war ich gerade 3 Jahre Christ. Es sind 30 Jahre jetzt vergangen. Aber ich kann mich erinnern. Ich habe eine Grundsatzentscheidung getroffen. Und das ist das, was heute so oft fehlt. Ich habe als Fußballer eine Grundsatzentscheidung getroffen. Von ganzem Herzen will ich Fußball spielen. Und ich habe eine Grundsatzentscheidung getroffen. Ich möchte alles Christus weihen. Mein ganzes Leben. Eine Grundsatzentscheidung. Und diese Grundsatzentscheidung ist so wichtig für ein Leben der Nachfolge. Weil die Welt lockt. Die lockt mich genauso wie euch. Aber es ist die Frage, ob ich grundsätzlich bereit bin, auf mein eigenes Eigenleben zu verzichten. In einer selbstverherrlichenden Welt eine unfassbare Herausforderung. In einer Welt, wo der Mensch groß werden will, klein zu sein und arm zu sein. Was sagt die Bergpredigt? Glückselig sind die geistlich Armen. Die Armen, die Bettler sind vor Christus. Bettle ich vor Christus für alles, was ich tue? Das sind die reichsten Menschen der Welt. Weil er beschenkt sie. Wir geben einen Teil unserer Zeit dem Herrn. Wir geben ihm einen Teil fürs Bibellesen. Wir geben etwas von unserem Geld und wir geben etwas von unseren Fähigkeiten und Gaben. Wir geben etwas für ihn. Was sagt Paulus? Schlag dir mal Philipperbrief auf. Vers 7. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Ich achte alles für Dreck. Das sagt dieser große Saulus, dieser Pharisäer, der die Karriere vor sich hatte, der Gott mit ganzem Herzen gedient hat, der ihm nachgefolgt hat, ist der ein Eiferer für das Gesetz war. Ich achte alles für Dreck. Geschwister, das meine ich jetzt ehrlich, was ich sage.
Ist es wichtig? Hat es irgendeine Bedeutung, ob ich Lehrer bin oder Lehrer? Hat es irgendeine Bedeutung, ob ich Lehrer bin oder Lehrer? Ob ich Mülltonnenlehrer oder Lehrer in der Schule bin, hat das irgendeine Bedeutung für die Ewigkeit? Und das meine ich genau so, wie ich sage. Es hat keine Bedeutung. Ob du 10 Autos hast oder gar kein Auto, hat auch keine Bedeutung für die Ewigkeit, oder? Aber ob dein Leben Jesus Christus geweiht ist, das hat eine Bedeutung für die Ewigkeit. Und dein Leben kann dazu beitragen, dass ein Mensch zum Glauben kommt. Dein Leben kann dazu beitragen, dass ein Bruder, eine Schwester wieder zurechtkommt, die den Weg verlassen hatte. Dein Leben kann dazu beitragen, dass du durch dein Beten den Allmächtigen bewegst, etwas zu tun. Glauben wir an die Macht des Gebetes? Aber Beten ist unfassbar schwer. Es bedeutet, sich selber zu verleugnen und im Gebet zu bleiben. Wie viel Zeit nehmen wir uns für die Gemeinschaft mit Gott? Wie viel Zeit nehmen wir uns für viele, viele andere Dinge? Jetzt bitte nicht falsch verstehen. Ich freue mich nachher auf das Essen. Und ich habe mich gefreut, 3 Tage dort an dem See zu sein, ganz allein. Überhaupt keine Frage. Ich genieße Dinge, die Gott mir darreicht, steht im Wort Gottes. Wir dürfen es genießen. Wir dürfen den Reichtum, den materiellen Reichtum, den wir in dieser Welt haben, genießen. Da spricht gar nichts dagegen. Aber habe ich eine Grundsatzentscheidung getroffen? Ich bin entschieden zu folgen Jesu. Und wenn niemand mit mir geht, ich bin entschieden zu folgen Jesu. Ist leicht gesungen, das Lied, gell? Aber es geht darum, Nein zu sagen zu dem eigenen Leben, zu dem eigenen Willen, zu dem eigenen, was ich will, und Ja zu sagen, was er will. Das ist der krasse Gegensatz zu den Verkündigern eines Wohlstandsevangeliums. Ich will, was Jesus will. Ich will, was Jesus will. Ich besitze die Freiheit, das zu wollen, was Christus will. Ist das mein Lebensmotto? Ist das meine innere Gesinnung? Überlegt euch, das Leben geht schnell vorbei. Das spricht einer, der jetzt fast 70 Jahre ist. Es ist so schnell vorbeigegangen. Aber jeden Tag, den ich erlebe, möchte ich Nein sagen zu mir. Und ich möchte Ja sagen zu ihm, weil ich ihn mehr liebe wie alles andere, weil er mich zuerst geliebt hat. Und diese Liebe Christi, die drängt mich, so zu leben. Das ist kein Zwang. Ich habe die größte Freiheit, die es überhaupt noch gibt. Ich will es von ganzem Herzen. Wollt ihr das auch? Dann betet das. Ich will dir nachfolgen. Ich will mich selber verleugnen. Ich bin bereit, täglich in meinem eigenen Leben zu sterben. Ich möchte dir dienen. Ich möchte ein fruchtbares Leben führen. Die Frucht, die er wirkt durch dich. Wollen wir das? Ich lese den einen Vers noch einmal. Galater 6, Vers 14. Der geht nämlich noch weiter. Von mir sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Durch das mir die Welt gekreuzigt ist. Die Welt ist für mich tot und ich bin tot für die Welt. Das Kreuz, damit habe ich begonnen vorher, das Kreuz ist das Entscheidende. Von mir sei es ferne, mich zu rühmen als nur des Kreuzes Jesu Christi. Durch dieses Kreuz, was ist dadurch passiert, ist mir die Welt gekreuzigt. Die Welt ist jetzt für mich tot. Ich werde mir auch demnächst wieder ein neues Auto kaufen und wieder neue Computer kaufen und neue Kleidung kaufen. Das brauche ich einfach, ne? Aber die Welt hat auch keine Bedeutung.
für die Ewigkeit. Ich bin tot für die Welt und die Welt hat an mir gar kein Interesse mehr. Warum? Weil ich tot bin. Das ist der Kampf hier drin. Ist noch etwas, das liebt die Welt. Das liebt das Eigenleben. Das ist der Kampf. Deshalb lasst uns beten. Herr Jesus Christus, nimm mein Leben, nimm es ganz. Kennt ihr das Lied? Kann man beten. Herr, nimm mein Leben, nimm es ganz. Lasst uns zusammen beten. Amen. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du es für uns getan hast. Ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist und uns ein perfektes Vorbild ausgeübt hast. Ich danke dir, dass du es uns auch gezeigt hast, dass wir nicht mehr Lebensehre suchen sollen, sondern für dich und so. Vater, ich danke dir, dass wir das wissen dürfen und darum mich doch bitten, dass du uns auch täglich dabei hilfst, täglich für dich zu leben und täglich zu sterben. Amen. Amen. Und Herr Jesus Christus, wie dankbar dürfen wir sein, dass wir auch jetzt aufschauen dürfen zu dir, dass wir dein Vorbild sehen dürfen, wie du dich so tief erniedrigt hast, Knechtsgestalt angenommen hast und dich wirklich gebeugt hast unter den Willen des Vaters. Du warst nicht groß in dieser Welt, du hast dich wie ein Wurm bezeichnet, den man zertreten konnte. Wie ein Lamm, das geschlachtet wurde, stumm, hast du dich hinführen lassen zu dieser Schlachtbank. Du warst bereit, dich wirklich zertreten zu lassen, damit wir reich beschenkt werden konnten. Du hast uns zu diesem höchsten Preis erkauft. Du hast uns errettet, du hast uns erlöst und du hast uns neues und ewiges Leben geschenkt. Aber Herr Jesus, du möchtest auch, dass wir freiwillig und mit Freude und vor allen Dingen, weil wir deine Liebe vor Augen haben, dass wir dir nachfolgen. Dass wir den Weg gehen, den du gegangen bist, dass wir uns in dein Joch einspannen lassen, dass wir gemeinsam mit dir diesen Weg gehen. Bitte hilf du mir und hilf du uns, jedem Einzelnen hier drin, dass er wirklich diesen Wunsch und dieses Herzensanliegen hat, dir ganz zu gehören, täglich, dem Eigenleben zu sterben, täglich. Nein zu sagen zu allen eigenen Wünschen und Sehnsüchten und wirklich zu fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Das war das, was Paulus so ausgezeichnet hat, dass er nach deinem Willen gefragt hat, dass er dich verherrlichen wollte, dir dienen wollte. Und Herr, hier sind so viele junge Menschen, die haben noch viele Jahre vor sich, solltest du nicht vorher wiederkommen. Bitte wirke du, dass es ihnen ein großes Anliegen wird, dir wirklich priesterlich zu dienen. Dir zu folgen, dem Lamme nach, wohin es auch geht, ein Leben zu führen, das dich verherrlicht, ein Licht zu sein in dieser finsteren Welt. Bitte öffne ihnen auch die Augen für all diese Verlorenen da draußen, die diesen Frieden und diese Freude in dir noch nicht erlebt haben, nicht kennen, das ewige Leben nicht kennen. Bitte gebrauche du jeden Einzelnen und wirke du, dass wir uns wirklich immer wieder neu Zeit nehmen, um zu staunen über dich selbst, über deine Ehre und deine Herrlichkeit,
dein Wesen und deine Liebe und deine Gnade und deine Treue. Ich danke dir für diesen Abend und bitte, wirke du, dass dein Wort wirklich Frucht trägt für die Ewigkeit. Amen.